Eike von der GDL. Ja. Danke, dass du da bist und ein Interview mit uns führst. Darf ich erst einmal fragen, wie kommt es, dass ihr hier im Streik seid? Was sind die Forderungen, die Bedingungen heute? Genau, im Streik sind wir, weil wir unsere Tarifverträge im Februar dieses Jahres ausgelaufen sind. Seitdem in Verhandlungen mit der Eisenbahn stehen, mit der Deutschen Bahnkonzern. Und die Tarif- oder die Verhandlungen in Stocken geraten sind. Also die Eisenbahn hat Angebote vorgelegt, die schlechter sind wie letztes Jahr, wo wir in der Schlichtung waren, sag ich mal. Die IVG hat ja letztes Jahr einen Tarifvertrag schon vorzeitig abgeschlossen gehabt. Die Bahn hatte uns mehr oder weniger gezwungen, auch mit ihr Tarifverträge abzuschließen und hat uns dann in die Schlichtung gezwungen. Und in der Schlichtung konnte man sich nicht gemeinsam einigen, sag ich mal jetzt. Und die Verschlichtung wurde halt dann beendet, ohne Erfolg, erfolglos beendet. Genau, und dann hat man weiterhin verhandelt und die Verhandlungen sind in Stocken geraten. Und deswegen hat die GDL jetzt dann zum Streik aufgerufen. Mhm. Und deswegen stehen wir da. Das ist ja jetzt ein Streik, der viel mediale Aufmerksamkeit bekommt, durchaus positive, aber auch viel Kritik. Wie seht ihr das? Kriegt ihr auch viel Zuspruch, zum Beispiel hier am Bahnhof von Passagieren? Also Zuspruch kriegen wir auch, recht viele, sag ich mal jetzt. Vorhin ist zum Beispiel ein Reisender vorbeigekommen und hat gesagt, er findet gut, dass wir streiken, aber es ist auch schlecht, weil er ist betroffen von den Verbindungen, weil er halt nicht so zur Arbeit fahren kann. Aber er findet das generell gut. Und wir kriegen mehr positive Zustimmung als negative Zustimmung. Ja. Jetzt ist es ja so, dass während der Corona-Krise viele Leute Schwierigkeiten hatten, ihnen Gelder gestrichen worden und so. Meint ihr, dass euer Streik vielleicht auch ein positives Signal setzen kann, von wegen, man kann sich auch heute noch wehren? Wie seht ihr das? Ja, wehren schon, aber ich sag mal, wir knüpfen uns ja nur an andere Tarifverhandlungen nicht an. Weil der öffentliche Dienst hatte zum Beispiel Tarifverhandlungen geführt und hat einen erfolgreichen Abschluss gemacht. Und an diesen Abschluss orientieren wir uns und diese Forderungen stellen wir auch. Weil wir haben ja auch verbeamtete Kollegen bei uns, sag ich mal, und diese haben ja diese erfolgreichen Tarifabschluss schon bekommen. Also die bekommen diesen Lohnerhöhung schon. Und genau das steht uns ja als Arbeitern genauso zu wie mit den Beamten, sag ich mal. Ja. Jetzt gab es ja schon von der Eisenbahnerin-Gewerkschaft EVG, also der anderen Gewerkschaft, eine Distanzierung von diesem Streik. Würdet ihr euch vielleicht auch mehr Solidarität von der Spitze der EVG und auch vom DGB insgesamt wünschen? Ich würde mir mehr Neutralität eventuell wünschen, sage ich mal jetzt. Und nicht jetzt dann irgendwelche Sachen, die vertrieben, verbreitet werden, wo eventuell nicht ganz der Wahrheit entsprechen, sage ich mal. Wie gesagt, uns geht es nicht darum, dass wir die andere Gewerkschaft jetzt zu vertreiben, vernichten oder sonst irgendwas wollen, sondern wir wollen unsere Tarifverträge verhandeln, durchsetzen und dafür stehen wir ein, sagt Schmutz. Wir wollen, dass das die andere Gewerkschaft uns zusteht, was wir den anderen genauso zustimmen. Ja. Jetzt ist der Job des Lokführers, der Lokführerin ja durchaus ein anstrengender, mit vielen Nachtschichten, Arbeiten auf Abruf und so weiter. Das wird in diesem Streik oft gar nicht so bewusst den Leuten. Magst du vielleicht kurz erzählen, warum ihr meint, dass auch gerade eine solche Arbeit eine große Anerkennung und Wertschätzung braucht? Also wir arbeiten jetzt das ganze Zugpersonal, sag ich mal jetzt, also Lokführer, Zugbegleiter und Gastronomen. Wir arbeiten ja in einem Schichtsystem, was kein normales Schichtsystem ist. Also wir fangen ja rund um die Uhr an zum Arbeiten, zu jeder Tag- und Nachtzeit und dann haben keinen festen Rhythmus, wie woanders da ist mit einer Woche Spätschicht, eine Woche Nachtschicht. Bei uns ist es halt so, dass wirklich immer nur 11 Stunden Übergang zwischen den Schichten sind, dass wenn es ganz schlecht läuft, fängt man zweimal an am Tag mit Arbeiten und sowas. Und das sollte schon auch mit gewertschätzt werden, weil das ist auch eine schwere Arbeit, sag ich mal, die man da vollzieht. Ja. Abschließend vielleicht noch, wie siehst du denn jetzt die Perspektiven für den Streik? Wie schätzt du, dass ihr auch gewinnen könnt? Also ich möchte als erstes mal sagen, wir wollen ja gar nicht streiken. Sag mal, uns gefällt das jetzt auch nicht, dass wir hier als Buhmänner rumstehen und streiken und die Reisenden Nachteile davon haben, weil wir wollen unsere Arbeit gerne tun, wollen die Züge fahren. Und von mir wäre es halt schön, wenn die Eisenbahn endlich einen Ruck macht und ein gescheites Angebot vorlegt, worüber man verhandeln kann und weiter verhandelt wird. Genau, damit auch Normalität, auch gerade nach der Corona-Krise, auch für die Reisenden wieder eintritt. Ja. Okay, vielen Dank. Hast du sonst noch Anmerkungen, Kommentare, was du in die Öffentlichkeit sagen möchtest? Ja, ich sag mal, wie gesagt, uns geht es hauptsächlich auch hier um Wertschätzung der Mitarbeiter, weil
In anderen Betrieben wäre die Corona-Prämie freiwillig gezahlt. Bei uns muss eine Gewerkschaft dafür das einfordern und fordern, sage ich mal, wo für Mitarbeiter, die während der ganzen Pandemie immer rund um die Uhr 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und 365 Tage im Jahr da waren und gearbeitet haben. Und das ist eigentlich schon ein Stückchen Wertschätzung wert. Genau. Gut, finde ich auch. Und in diesem Sinne danke und viel Erfolg bei dem Schalk. Danke. Dankeschön. Ja.